Wir haben uns heute vorgenommen, alle die Ärzte-Alben, DVDs, Solo-Projekte von Bela und Farin zu Tierlisten. Ich habe keine Hot Takes, ich habe die True Takes. Das ist die Sache an der Stelle. Und deswegen, so sieht die Tierlist aus. Das erste Album, das wir haben, 13. 13 ist für alle Nichtwissenden da draußen, also das war von 98 und das ist das Album, wo Männer sind Schweine drauf ist. Das ist das, bis dato war das der Karriere-Peak der Band eigentlich und ist es irgendwo auf kommerzieller Ebene auch heute noch, auch wenn so Jazz ist anders dann nochmal konkurrieren würde. Und auf 13 sind eigentlich mit die geilsten Sachen der Band überhaupt. Der Run von Männer sind Schweine, über Liebe sind Schmerz, Liebe und Schmerz, nie gesagt, der Infant, grotesk. Song ist grotesk. Das ist unglaublich. Ja? Wenn man es will, kann man sogar noch hingehen und sagen, Angeber, den mag ich nicht ganz so gern, aber Grau ist cool. Das ist ein Goat-Album. Es ist, wie es ist. Ja, also da kann man nichts machen. Da muss man direkt, das fühlt sich jetzt so an, als würde ich hier als Superfan hingehen und sagen so, ja, 13 muss man und dies und das und jenes. Aber es ist so. Dann haben wir hier 5, 6, 7, 8, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bullenstart. 1, 2, 3, 4 Bullenstart war, glaube ich, in den 90ern eine Tour-Exclusive, wenn ich es nicht völlig verballert habe. Und das waren Cover-Songs. Und dann haben sie aber für 2000-Tour noch Songs aufgenommen. Das waren dann eigene Songs. Und das war dann die 5, 6, 7, 8 Bullenstart. Und das haben die zusammen gemasht. Da sind ein paar sogenannte geile Songs mit drauf. Punk Babies ist Kult. Lieben wir. Bravo Punks. Sehr korrekter Song. Cops Underwater, bis heute eins meiner Lieblingslieder der Band, muss ich ehrlich sagen. Ich will ja Hilfe holen, aber nie. Ich mag, was ich hier sehe. Bullen unter Wasser. Da ist halt schon geiles Zeug drauf, aber es wird halt insgesamt von dem zurückgehalten, was es ist. Muss man halt auch einfach sagen. Deswegen schwanke ich hier zwischen einem A und einem B. Ich glaube, ich würde es aufgrund der Masse und weil es so durchwurstelt eher auf B packen, aber mal gucken. Wir gucken. So, dann haben wir ab 18. War eher ein Compilation-Album, wo nochmal Songs rausgekommen sind, die auf dem Index standen. Ich glaube, das hat auch nicht so viele Titel, oder? Ich glaube, das war nicht so mega viel. Ja, 5, 6. Oh, ich kann nicht mal lesen. Ich glaube, exklusiv war damals Sie kratzt. Helmut K., glaube ich, auch wurde da erstmals veröffentlicht. Claudia 2 auch. Ab 18 für mich deshalb eher C. Dann haben wir Auch. Da wird's complicated, muss ich sagen. Bei Auch wird's complicated, weil es clearly eines der schwächeren Alben der Band ist, finde ich persönlich. Und auch eins, das für mich viel zu viel durchrumpelt und auch vor allem viel zu viel irgendwie unentschieden darin ist und auch kein so geiles Songwriting hat. Vor allem Bela ist da nicht so gut drauf und auch Farin nervt irgendwie ein bisschen und geile Songs sind aber. Ist das noch Punkrock? Mag ich. Bad Magnet? Mag ich. Sohn der Lehre, mag ich. TCR, boah, nicht so mein Fall mittlerweile, das darfst du, ist irgendwie darin, dass es so weird ist, ist kultig, aber vergessen. Tamagotchi mag ich sehr gerne, kam für die letzte Tour wieder zurück, weird. M&F, bisschen tot gehört, angekumpelt mag ich. Fiasko, Kult, Zeitverschwendung, Kult. Das Problem ist, auch ist die Ärztezeit, wo ich quasi richtig aktiv geworden bin. Ich bin seit 2004 oder so Fan. Seit 2010 bin ich 18 und kann aktiv selbst auf Konzerte fahren. Und dementsprechend war das die erste Phase 2012, wo ich aktiv auf Sachen fahren konnte. Und das habe ich gemacht. Und habe deswegen unendlich viel gemacht und habe deswegen göttliche Erinnerungen an die Zeit. Deswegen liebe ich das eigentlich schon, ja. Und wenn ich dieses Album höre, dann höre ich halt nicht, dass das irgendwie mega beschissene Songs sind, was es nicht sind, aber auch nicht so fahrige Songs, sondern halt so Farinige Songs. Und deswegen würde ich es wahrscheinlich auf B packen. Dann aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist nicht die ganze Wahrheit, war das letzte Album vor der Trennung in den 80ern. Und da sind auch ein paar kultige Songs drauf. Also Ohne dich, Kult. Komm zurück, eines meiner liebsten Ärzte-Songs. Einer meiner liebsten Ärzte-Songs überhaupt. Habe ich sogar eine Coverversion davon. Wenn ihr lieb seid, können wir nachher reinhören. Es sei denn, ihr wollt nicht reinhören, dann seid böse. Wilde Welt ist cool. Westerland, muss man sagen. Elke zieht die ganze Scheiße dann natürlich ein bisschen runter. Blumen, geil. Es wird ein bisschen runtergezogen von der komisch angestaubten Produktion, weil es wirklich schon, boah. Aber ich liebe halt Komm zurück. Mehr als, weiß ich nicht, mehr als Brot. Deswegen kommt es auch hier B. Ich würde es, glaube ich, vor auch packen. Ich glaube, ich mag es weniger als auch. Aber B, ist egal. Dann haben wir Debil. Debil liebe ich wirklich sehr, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ärzte-Theme. Heftig. Moment. Da müssen wir jetzt kurz reingucken. Die Ärzte-Metropol. Also man muss sagen, dieser Song, Gute Nacht, war bei jedem Stop dieser Tour Opener. Und danach kam immer Neues, glaube ich. Da war es dücke, 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 dücke. Und jetzt geht Peter normal hinter das Schlagzeug und fängt dann an, dieses dicke, dicke, also dieses Schlagzeug-Intro zu machen. So. Und jetzt quasi, du guckst dann in dem Moment, und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 5, 6 Konzerte dieser Tour live gesehen, und du denkst dann, ja, ja, jetzt fängt Bela das an, und du guckst dann Farin an und denkst so, Moment, irgendwas ist anders. Und dieser Moment, das ist das Aufregendste, was auf so einem Konzert passiert. Und dann merkst du, weil ich spiele halt Gitarre und ich weiß, wie Farin greifen müsste, und du merkst, diesen Griff, den er gerade macht, den macht er nicht am Anfang von Noise. Und dann fängt das Ärzte-Theme an. Und ich schwör's euch, das war einer der besten Momente meines Lebens. Und dann irgendwie nach dem zweiten Song zu kapieren, als sie dann gesagt haben, 100% alte Hüte oder sowas. Alter, das war so krank. Wirklich, das war einer der krassesten Experiences ever. Long story short, sehr, sehr geiles Album. Es war nie mein allerliebstes und es war auch nie das, was mich am allerkrassesten gecatcht hat, was vor allem daran liegt, dass so dieser Part hier, Claudia, Mädchen, Sex Pistols, Micha, mich nie so richtig krass gekriegt hat. Aber alles andere ist halt mega geil. Es ist für mich nur ein A. Nur ein A. Dann haben wir die Band, die sie fährt, nannten. Live-DVD von, oh, wüsste ich jetzt gar nicht, 2004 wahrscheinlich, ne? Das ist das Erste, was ich so an Punkrock von den Ärzten gesehen habe. Ja, also ich habe quasi die Rock'n'Roll Realschule gehabt und kannte das und habe dann dieses Konzert gesehen bei einem Cousin von mir und dachte so, oh mein Gott, das ist ja krass, ich will sowas mal erleben. Aber ich finde die DVD jetzt nicht so mega geil, muss ich sagen. Also irgendwie ist das halt super viel Geräuschkram und irgendwie, es hat sich für mich tot geguckt. Also ich liebe die schon noch, aber C. Nacht der Dämonen, auch C. Ich finde beide gleich okay und öde. Ich finde Nacht der Dämonen schlechter, aber jetzt auch nicht massiv schlechter. Ich finde, der Sound ist überschlimm. Also wenn ich Nacht der Dämonen als Live-Album werte, dann müsste ich es auf D machen. Ja, aber nee, wisst ihr was, ich mache aufs D. Weil, also die Nacht der Dämonen gegen Wir wollen nur deine Seele ist wirklich grauselig. Ganz, ganz grauselig. Die Ärzte früher. Die Ärzte früher ist auch ein Zusammen, also eine Compilation aus 4 Krams. Aber das ist richtig mega geil. Da sind auch Sachen dabei von früher und dies und das. Ne? Das ist eine Zusammenfassung. Und ich kann hier eigentlich nicht viel sagen. Ich liebe hier fast alles. Und ich liebe auch die Ärzte früher mehr als Debil. Obwohl es gar kein offizielles Album ist. Anneliese Schmidt, als das auf der Berlin-Tour live kam. Und das mal live zu erleben, war wirklich mindblowing, muss ich sagen. Ich liebe Grace Kelly. Kopfhaut, gut, ist nochmal ein anderes Thema. Mein kleiner Liebling. Sommerpalm Sonnenschein, auch, ich würde sagen, Top 3 Lieblingssongs der Band. Dann haben wir Self-Titled, Die Ärzte. Ist für mich das allerkomischste Album. Ich habe irgendwie Angst vor dem Album. Also ich hatte erstens Angst, weil es indiziert ist, beziehungsweise war. Ich hatte zweitens Angst, weil ich das Cover komisch finde, weil Farin halt aussieht wie Nosferatu. Und ich habe auch Angst vor den Songs teilweise, muss ich sagen. Also in der Produktion habe ich Angst vor Mysteryland. Ich habe Angst vor Jenseits von Eden. Wir werden schön, finde ich gut. Und ich habe auch Angst vor Ich bin reich. Vielleicht C, vielleicht auch B. Ich mache C. Ich mache C, weil ich es nie höre. Ich würde das Album nie hören. Bestie ist ein schweres Schwert, um es im Ärzte-Duktus zu sagen. Bestie ist ein sogenanntes schweres Schwert. Weil es ist ja so ein All-Over-the-Place-Album, dass ich da bis heute, habe ich das Gefühl, nie richtig reingekommen bin. Aber es gibt ja so ganz viele, die da wirklich so ein richtig, also wir haben richtig ein Liebesverhältnis. Hier auch direkt, Bestie ist Liebe. Es gibt ganz viele, die da so ein Liebesverhältnis zu diesem Album haben, das ich nie so hatte. Es hat sehr, sehr gute Songs, aber es ist kein sehr, sehr gutes Album irgendwie. Ich würde es zu B packen, aber ich würde es vor auch packen, glaube ich. Geräusch. Geräusch ist auch eine sehr schwierige Sache. Also ich bin damit aufgewachsen, dass Geräusch immer das Album ist, bei dem die Band nicht funktioniert hat. Und so habe ich das auch immer gesehen. So habe ich dieses Album immer wahrgenommen. So, ja, man hört ja, dass das nicht, dass sie nicht so funktionieren. Aber dadurch, dass sie jetzt bei auch noch weniger funktioniert haben, dachte ich dann wieder so, na, vielleicht finde ich ja Geräusch doch irgendwie ganz gut. Also ich bin entweder aus dem Hate rausgewachsen oder in das Album reingewachsen.
I don't know really. Aber es sind halt auch ein paar sehr, sehr gute Songs. System, vielleicht eines der besten Farin-Urlaub-Lieder jemals. Terror, lieb ich. Du rufst mich. Nee, du, ich. Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie Terror anfängt. Verdammt, ich muss reinhören. Ja, du bist mein Gott. Oh, da hätte ich können drauf kommen. Anders als beim letzten Mal, einer meiner most underrated Songs. Lieben wir. Und Rockbar finde ich gut. Deine Schuld lieben wir nicht so. Der Tag, die Nacht, beide sehr gut. Vor allem die Nacht, nichts in der Welt. Wer nicht 2004 bis 2008 Liebeskummer hatte und nichts in der Welt gepumpt hat, der möge den ersten Stein werfen. Hatten wir das nicht alle? Sorry, aber ich weiß nicht warum, sag mir, was habe ich falsch gemacht? Du hast mein Herz zerfetzt und dir gar nichts dabei gedacht. Ja, denk mal drüber nach. Du weißt, wer gemeint ist. Erste große Liebe. An und für sich ein geiles Ding. Und ich habe dem auch, glaube ich, irgendwie Unrecht getan über viele Jahre hinweg. Deswegen würde ich es auch, glaube ich, also ich mag das mehr als Bestie und vielleicht auch sogar, ich mag es auch mehr als Bullenstaat eigentlich. Dass der Bullenstaat da vorne irgendwie so verharrt, das finde ich komisch. Ich glaube, ich würde das eher so machen. Ja, das wirkt besser auf mich. Im Schatten der Ärzte lieb ich. Du willst mich küssen, dein Vampir, geil, wie ein Kind, wegen dir, die Antwort bist du, Buddy Hollys Brille, Käfer, ich weiß nicht, ob es Liebe ist, was hat der Junge doch für Nerven, ist, glaube ich, mein Liebstes, also, ist, boah, es ist schwierig. Ich würde sagen, eigentlich sind die drei gepaart. Also, sie sind alle drei irgendwie auf demselben Level. Ich würde sagen, Debil ist noch ein bisschen weiter unten. Ich glaube, wenn ich Früher oder Schatten höre, denke ich jeweils bei den jeweiligen, während die laufen, oh, das ist das bessere Album. Oh mein Gott, jetzt wird's ernst. Jazz ist anders. Es ist, was es ist. Also es ist für mich das erste Album, das ich mitgemacht habe. Demnach habe ich da so viele, so schöne Erinnerungen dran. Es war auch der erste Zyklus, ne? Also 2007. Anderthalb Monate nach der Veröffentlichung war ich auf meinem ersten Konzert. Himmelblau ist das erste Lied, das ich jemals live gehört habe von den Ärzten. Lied vom Scheitern, das zweite. Das Ding bei den Ärzten ist ja, da kann man sie dafür kritisieren oder man liebt sie dafür, keine Ahnung. Das ist ja jetzt nicht so eine, ich sag mal, lineare Weiterentwicklung der Band gibt. Ne? Also es gab so eine Zäsur in den, mit der Trennung. Und aber die Bestie Ärzte finden im selben Kosmos statt wie die Geräusch- oder Spendierhosenärzte. Ja? Das ist jetzt nicht so, wie man es quasi von Popstars heute verlangen würde oder auch von Rockbands eigentlich. Ist ja eigentlich ähnlich gelagert, dass es da so eine Weiterentwicklung oder ein Genreshift gibt. Ne? Aber Jazz ist anders ist das, was der größte Genreshift eigentlich ist. Ja, also dementsprechend, das klingt erwachsener, ernster, so Lieder wie Himmelblau oder Allein oder Living Hell. Living Hell nicht so, aber Vorbei ist vorbei. So Lieder gibt's nur auf Jazz ist anders. Ja, und das ist schon was Besonderes. Wobei auch nicht mehr, auch nicht mehr. Nee, ist auch nicht so ganz wahr. Ich habe nur Scheiße gelabert. Ich habe nicht nur Scheiße gelabert, aber ja, es nimmt einen Sonderstatus ein und ich liebe es sehr. Nur ein Kuss ist unfassbar gut. Also es ist eigentlich unfair. Das ist eigentlich unfair, wie gut dieser Song ist. Das ist anders A. Ist für mich kein S-Tier. Aber fast. Le Frisur ist göttlich. Mein Baby war beim Friseur. Nicht der allergrößte Fan, aber cool. Fukuhila, vor allem die Live-Version. Geil. Drei-Tage-Bad, göttlich. Drei-Tage-Bad wurde letztes Jahr wieder ausgepackt, live, wegen mir. In einen Spiegel blickst du, wird erstmal rücksichtslos. Die Chronologie war eben die, dass ich damals im Podcast immer wieder aufgerufen habe dafür, dass dieses Lied live kommen soll. Und dann haben die wilden Mädchen, die jetzt auch einen Podcast machen, vorne in der ersten Reihe gestanden, hatten das auf dem Zettel und haben einfach gerufen, Drei-Tage-Bad. Und dann hat Farin das irgendwie kurz kommentiert zwischenzeitlich und dann haben sie es doch ausgepackt. Und dann sind die nach dem Konzert zu mir gestürmt und haben gesagt, wir haben es gepackt. Wer womöglich einen Ärzte-Podcast noch sucht, weil einer fehlt, so vom Ding her, hier, habt da doch, müsst ihr doch nur reinhören. Ist sehr gut. Tut es. Jetzt bezahlt mich bitte, Jesse. Ich warte auf PayPal. Nix. Ich liebe dieses Album. Ich finde fast alle... Straight Outta Bückeburg ist himmlisch. Medusa Man ist einer von Belas Besten eigentlich, muss man einfach so sagen. Heart Today, Gone Tomorrow liebe ich. Ich liebe es. Ja, es ist der erste Song der Welt, in dem ein Mann ehrlich über seine Emotionen bezüglich Haarausfall singt. Und noch mehr liebe ich die Welt dafür, dass ich keinen Haarausfall habe. Das ist für mich auch ein A.
Und das ist der beste A. Das wäre für mich in dieser Kausalität das zweitbeste Ärztealbum, weil ich es sehr, 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 sehr liebe. Sintflut. Oh, da könnte ich mir jetzt Feinde machen. Sintflut habe ich nie oft gehört. Ich hatte meine Phase mit Nach uns die Sintflut, ist ein Live-Album. Das ist das Live-Album, das quasi zur Trennung rauskam. Und ich glaube auch das erste Nummer-1-Album, wenn ich mich nicht völlig irre. Es war nie so ganz mein Ding. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich natürlich mit den 90er, 2000er Ärzten krass sozialisiert bin. Aber ich mag's. Ich mag's trotzdem und ich würde es irgendwie wahrscheinlich da so hinpacken. Also ich würde auch generell sagen, das Einzige, was ich bisher gar nicht so wirklich mag, ist das Die Nacht der Dämonen, weil ich es wirklich ekelig finde. Aber alles andere mag ich ja eh. Also von daher. Planet Punk. Planet Punk ist nicht so mein Ding. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich mag schon das Song nicht. Ich mag den einfach nicht. Ich fand den mit 14 cool, aber irgendwann war dann so, hurra, ist eine Albumversion geil, aber ich habe es mir irgendwie tot gehört. Langweilig fand ich auch irgendwie mal besser. Dann aber auf der anderen Seite steht meine explodierte Freundin, einer der besten Texte, die Farin Urlaub je geschrieben hat. Täglich liest man in der Zeitung von spontanen Explosionen. Man blättert um und denkt im Stillen, das Schicksal wird mich sicherlich verschonen. Das ist wirklich so unglaublich geil, da könnte ich wirklich schreien. Da finde ich ihn gut, weil Geräusch und Planet Punk sind für mich beide Alben, die ich aufgrund bestimmter Lieder extrem liebe, aber jetzt so auf Albumlänge einfach auch nie so gern höre, weil es sich irgendwie zerfährt. MTV Unplugged, Die Ärzte. Rock'n'Roll Realschule ist das wichtigste Album meines Lebens. Alles in meinem Leben hat an diesem Album, alle Fäden sind da zusammengelaufen. Dann habe ich dieses Album das erste Mal gehört und ab da sind wieder alle zusammengefummelt. Ich habe dieses Album so dermaßen oft gehört und es war auch mein erstes Ärztealbum dann logischerweise. Vielleicht ist das Tracklisting nicht so mega geil. Ich weiß auch nicht, warum mir Schrei nach Liebe fehlt, ehrlicherweise. Eigentlich ist ja Schrei nach Liebe auf 1. Schrei nach Liebe ist übrigens Track 19. Die Bademeisterseite ist wirklich, also sie ist wirklich schlechter kuratiert als mein Twitch-Emote-Kanal. Kommt zurück, unplugged. Krank, Alter. Kommt dumm. Satanische Pferde. Das ist ein Live-Album von 99. Das es, glaube ich, nur für den Fanclub gab, wenn ich mich nicht völlig irre, wo Live-Songs drauf waren, die schon auf Sintflut waren und es nicht auf Wir wollen nur deine Seele gepackt haben. Und ich liebe das, weil das Geile war halt, dass da die 80er-Songs drauf sind, aber mit so Punk-Gitarre. Und das hat mich als Kind wirklich, als Jugendlicher komplett abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde das auch hier dazu packen, glaube ich. Aber halt vor Sintflut. Ich glaube, das ist fair. Dann haben wir als nächstes Spendierhosen. Spendierhosen ist mein liebstes Ärztealbum und ist dementsprechend für mich ein S-Tier. Was soll ich sagen? Spendierhosen ist für mich in 19 Tracks zusammengefasst alles, was die Ärzte sind. Ich liebe, wie es geht. Ich liebe Geld. Ich liebe Gib mir Zeit. Ist einer der besten Ärzte-Tracks. Er ist einer der besten Ärzte-Tracks. Es ist einfach so. Mondo Bondage ist der beste Rott-Track. Alles, was ab Rock-Rendezvous kommt, hier runter, wird stetig noch geiler. Es ist wirklich völlig krank. Also Baby ist ja wohl der absolute, wie krank kann denn bitte ein Lied gehen? Das ist ja wirklich völlig dumm. Rock'n'Roll Übermensch, mega geil, herrliche Jahre. Entdeckt die Band einfach 22 Jahre später live. So und denkt so, ach so, das könnte man ja mal live spielen und macht es dann auf jedem Konzert. Why not? Ich werde mich nicht beschweren. Ja, das Leben ist halt eine Party. Das ist ein göttliches Album. Das ist einfach, also ich glaube, wenn ich einem Nicht-Ärzte-Hörer empfehlen würde, ein Album zu hören, würde ich trotzdem 13 machen, weil Spendierhosen schon fast zu experimentell verkopft ist. Ja, also dass du da innerhalb von 3 Songs von Mondo Bondage zu Onprangering zur Leichenhalle gehst, das kannst du, glaube ich, keinem normalen Menschen zumuten erstmal. Das ist genau das Album. Ich lege mich da rein und fühle mich wohl. Ich mache das an und will es bis zum Ende hören. Wir wollen nur deine Seele kommt irgendwo hierhin. So zu Jazz ist anders und ja, es ist, hier ist es sehr gut. Beste Erinnerung an dieses Album, wirklich. Also vor allem die ganzen Ansagen und so. Hast du schon mal versucht, einen Flipper mit einem Big-Feuerzeug anzuzünden? Ja, ich liebe das. Ich liebe das auch von vorne bis hinten. Also es ist eine sehr gute Songauswahl und auch aus heutiger Sicht sind da sehr viele Sachen auch mittlerweile drauf, muss man sagen, die man halt nicht mehr so live hört. Und das finde ich eigentlich auch geil. Party stinkt. Hä? Reich. Ich bin reich. Geh mit mir. Ja, Geh mit mir kam jetzt immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Die Version ist heftig. Liebe und Schmerz. Es schmerzt, dass dieser Song nicht oft live kommt oder nie. Bei Tagebad ist drauf. Sommerpalm, Sonnenschein ist drauf. Ja, es ist
ein Staple. Also was die da für einen Lauf hatten, das ist wirklich crazy. Ja, 98, 13, 99, wir wollen nur deine Seele, 2000, runter mit den Spendierhosen. Kann man schon mal so machen. Dann haben wir Vollkommen gefangen im Schattenreich. Ist eine, ja, was ist denn das? Eine Tour-Doku, ne? Gibt es nicht diesen berühmten Ausschnitt, wo sie drüber reden, wollen wir eine Tour-Doku machen? Ich will auf keinen Fall eine Tour-Doku machen. Bela hat gesagt, wir machen eine Tour-Doku. Irgendwie sowas, ne? Wir machen bestimmt kein Tour-Video. Bestimmt nicht. Read my lips. Es wird nie wieder ein Tour-Video geben. Es wird überhaupt kein Tour-Video geben. Wir machen definitiv kein Tour-Video. Auf dieser Tour gibt es kein Video. Überhaupt nicht. Ich habe gehört, dass wir eins machen. Aber ich halte das noch für ein Gerücht. Ja, wir drehen ein Tour-Video. Und das wird das verdammt beste Tourvideo der Welt. Eine Dokumentation über die beste Band der Welt. Und ich habe die nicht so mega oft gesehen, aber ich liebe die auch extrem. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie da groß reingehen würde. Deswegen packe ich sie einfach mal ganz unverfänglich in B und bin happy damit. Ich glaube, ich würde mir Schattenreich eher angucken als Band, die sie Pferd nannten und Nacht der Dämonen. Von daher ist es sehr gut platziert. Dunkel ist das neueste Album der Band. Und das ist ein bisschen verkopft. Und da habe ich auch gebraucht, da haben wir auch im Podcast drüber geredet, dass das irgendwie am Anfang ganz komisch war. Aber ich liebe sehr viele Lieder auf diesem Album. Ich liebe sehr viele Lieder. Wissen, Dunkel, Schrei, Schweigen, Noise ist cool, Einschlag ist cool, Besser finde ich gut, Nachmittag, ja okay, Erhaben finde ich sehr gut, Danach mag ich plötzlich auch und Our Bassplayer ist auch irgendwie da. Also das ist kein schlechtes Album. Aber es ist jetzt auch nicht das Beste. Aber ich glaube, man konnte das gut verkraften, weil das halt nach Hell noch so rausgekackt wurde. Und Hell haben wir ja gleich. Ja. Ich würde Dunkel in B packen. Und ich finde, es ist für mich so irgendwo hier die Richtung mit Bestie. Ob es jetzt davor oder danach ist, ich glaube, das ist tagesformabhängig. Ich mache es jetzt einfach mal danach. Kann sich aber auch ändern. Keine Ahnung. Hell hingegen ist eines der besten Alben der Band. Das ist wirklich verrückt, ja. Dass die 2020 nach 8 Jahren, wo nichts kam, scheißen die einen Alltimer raus, finde ich persönlich. Da kann ich eigentlich fast nichts aussetzen, irgendwie. Ich finde, Woodburger ist inhaltlich schmierig und schrecklich und ich schäme mich ein bisschen. Leider geht es aber auch geil dumm teilweise in ein paar Parts. Ja. Also nicht der Plenarsaal ist halt schon mega geil irgendwie, aber es ist halt inhaltlich einfach hohl. Ich glaube, Wer verliert, hat schon verloren. Top 10 Ärzte-Song für mich, ever. Letzte Lied des Sommers, oh, macht irgendwie was mit mir. Also macht irgendwie was mit mir, dass ich weinen will, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Plan B geht auch hart, ist korrekt. Warum spricht niemand über Gitarristen? So ein Lied kann nur Farin Urlaub schreiben. Hell ist eins der besten Alben und ich glaube, ich finde Hell... Ich glaube, ich würde es nicht in S-Tier geben. Gebt dem mal noch 5 Jahre. So. Ich glaube, ich würde es tatsächlich so machen. An manchen Tagen würde ich es vielleicht noch hinter Le Frisur packen, vielleicht auch noch hinter Wir wollen nur deine Seele, aber Live-Alben ist dann nochmal anders, ja, aber whatever. Und das ist die fertige Ärzte-Tierlist. Also das wäre jetzt die Tierlist mit allen Alben, die so veröffentlicht wurden. Ich tue mir da immer noch ein bisschen schwer, die Live-Alben mit dabei zu haben, deswegen könnte man sich theoretisch auch Rock'n'Roll Realschule und Wir wollen nur deine Seele wegdenken und auch hier, ne, natürlich Sintflut, aber es ist jetzt halt, wie es ist. Das ist die Ärzte-Tierlist. Könnt ihr euch kurz abschreiben und dann wisst ihr, was ihr quasi sagen müsst in den Diskussionen, die ihr privat drüber habt. Und jetzt kommt noch das ganze Solo-Zeug dazu. Dann haben wir hier am Ende der Sonne. Mag ich nicht so. Ich liebe aber dieses Bild hier. Muss ich ganz kurz... Wäre das ein Emote? Kann man daraus ein Emote machen? Ein süßes Farin am Lächeln-Emote, wo er einfach so richtig glücklich aussieht. Am Ende der Sonne ist mir zu verkopft. Da komme ich nicht rein. Für mich ist immer noch das größte Verbrechen an diesem Album, so, dass das ganze Album düster und dunkel ist, ja, und richtig ekelig in seinen Themen. Und dann alle dasselbe, das Lied, bei dem die Sonne aufgeht, bei dem Farin feststellt, dass alles, was wir brauchen, Liebe ist, dass das nicht der letzte Track auf dem Album ist. Da könnte ich wirklich an die Wand springen. Das macht mich so dermaßen aggressiv. Das ist so wirklich, wo ich denke, Dusche ist dann der letzte Track auf dem Album, der wiederum, muss man auch sagen, überhaupt nicht auf dieses Album passt. Der passt da überhaupt nicht drauf. Ja? Und alle dasselbe ist so ein wunderschönes Lied und hat so eine schöne Katharsis, bildet das thematisch, dass das eigentlich das muss Track 14 sein. An dem Album ist alles irgendwie komisch.
Aber with that being said, ja, hier, die Englischkenner werden wissen, was ich meine. Sonne ist ein gutes Lied. Porzellan liebe ich, habe ich das Musikvideo geliebt. Unsichtbar ist ein sehr guter Song, ist mein Lieblingssong von diesem Album. Alle dasselbe ist sehr gut. Immer noch liebe ich. Und ich begreife es nicht und ich verzweifle nicht. Ich habe ja nur meine Hoffnung. Dementsprechend ist es halt auch nicht komplett kacke. Ja, aber ich glaube, ich würde es ein C oder ein B reinknallen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das ein C mache, kriege ich Privatprobleme. Deswegen mache ich es ein B. Bela B. Bastard. Ich kann zu dem Album fast nichts sagen, weil ich es, glaube ich, zweimal gehört habe. warte, es gibt ein Lied, das ich geil finde. Wie ist denn das? Wie heißt denn das nochmal? Der Track von Indian Creek. Den finde ich richtig gut. Den liebe ich, der Track von Indian Creek. Ich will hervorheben, ich ranke das hier jetzt nicht gleich schlecht, weil ich der Meinung bin, dass Bela B. mit seinem dummen Western-Zeug da weg soll, sondern einfach, weil ich nicht so einen wirklichen, ich habe nie einen Bezug aufgebaut. Ich habe versucht, es zu hören und es hat mich nicht gecatcht. Und deswegen kommt es ein C. Ganz im Gegensatz zu Bingo. Ich mag Bingo. Ich finde vor allem, Bingo hat ziemlich gute Songs. Tag mit Schutzumschlag. Irgendetwas bleibt ganz sicher zurück. Erzeugnis für eine Hoffnung, ein zu früh versprochenes Glück. Geil. Traumfrau, ja, okay, mag ich nicht so. Letzter Tag, gut. Was ist nur los? Gut. Erstens, zweitens, drittens. Ein bisschen ein Meme-Song, aber geht schon klar. Sie hat was vermisst. It breaks my heart. Also Bela in diesen schmonzetten Love-Songs funktioniert voll gut und diesen nicht so wirklich ärztig. Der Vampir mit dem Colt ist mega geil. Wirklich. Richtig krass. Und generell, was mir bei Bela einfach gefällt, ist, dass die Solo-Songs nicht, also dass die Solo-Songs immer ein eigenes Projekt waren. Und das schätze, deswegen schätze ich, das ist jetzt der krasseste Take von allen, der immer wieder die Leute schockiert, ich schätze die Bela-Solo-Projekte deutlich mehr als die Farin-Solo-Projekte, weil ich das Gefühl habe, ich lerne eine neue Facette von einem Künstler kennen. Ja? Und bei Farin-Solo habe ich das Gefühl, man muss schon genau hingucken, um da irgendwie das zu sehen, was Farin meint, wenn er sagt, ja, ich spüre, wenn das ein Solo-Song ist. Und das finde ich, das finde ich gut. Das mag ich einfach. Und deswegen finde ich, Bingo würde ich irgendwo hier dazu packen. So, Endlich Urlaub ist wiederum ein A. Endlich Urlaub ist hervorragend. Jeden Tag Sonntag, love it. Sumisu, will ich mich reinlegen. Glücklich gehöre nicht dazu. Okay, der Kavalier am Strand. Am Strand liebt meine Mutter. Lieber Staat, das Bessere deine Schuld. Phänomenal egal. Eines der wunderschönsten Lieder aller Zeiten. Abschiedslied. Habe ich damals brutal gepumpt und habe es auch ein bisschen zu sehr gefühlt, so mit 17, als ich gedacht habe, die Welt eröffnet sich mir langsam. Aber ich lieb's halt. Deswegen ist Endlich Urlaub wahrscheinlich das beste Solo-Projekt von diesen ganzen Sachen. Einfach Endlich Urlaub S-Tier. Verstehe ich auch. Aber irgendwie kann für mich so ein Farin-Solo-Ding nie S-Tier sein. Weil ich halt ein Ärzte-Fan bin. Ich bin halt kein Farin-Urlaub-Fan. Also ich lieb Farin-Urlaub, aber ich bin Ärzte-Fan. Und für mich muss auf so einem Album, wo so Farin-Urlaub-Songs sind, auch ein Bela B-Song drauf sein. Sonst wäre ich verrückt. Dann haben wir Dwül. Wie ich es gerne nenne. So habe ich es noch nie genannt, actually. Die Wahrheit übers gottverdammte Lügen. Das habe ich dumm und dämlich gehört, dieses Album. Ich hatte bei iTunes diese intelligente Wiedergabeliste, wo man sehen konnte, welche Songs man am meisten gehört hat. Und insgesamt von allen Songs waren bei mir, glaube ich, immer Top 5 Unscharf, Niemals, Pakistan, Atem und Karten, glaube ich. Und das sagt schon alles. Das sind auch die besten Tracks eigentlich auf diesem Album. Die Leiche ist halt wieder so ein Strebersong, wo man denkt, warum ist Farin Urlaub, also warum ist Farin Urlaub mir so krass zeigen, dass er einer der besten Songwriter ist, die es gibt. So, ne? Was halt an Die Wahrheit übers Lügen das Problem ist, ist, dass er einige der beschissensten Kacksongs auf der Welt drauf hat. Ja, nicht im Griff, mega nervig. Seltsam, ideologisch einer der weirdesten Fehlschlüsse, die Farin Urlaub jemals gemacht hat. Es ist fast schon peinlich, den heute zu hören. Vor allem, weil er auf diesem Album voll die klugen Songs drauf hat, wie zum Beispiel eben Insel. Aber ich liebe das Ding trotzdem und ich glaube, deswegen würde ich es so hier irgendwo hinpacken. So hier. Da so. Dann haben wir Faszination Weltraum. Ultra weirdes Album. Das ist so weird, dieses Album, dass ich fast gar nicht irgendwie checke, was daran ein Album ist. So. Also es wirkt für mich wie eine Konstellation an random zusammengewürfelten Songs irgendwie. Aber selbst das reicht bei Farin Urlaub, um sehr gute Songs drauf zu haben. Herz verloren ist nämlich spektakulär. Ich finde, das Traurigste ist richtig geil.
richtig schönes Ding. Ich finde Fan liebe ich sehr. Trotzdem ist es auf jeden Fall schlechter als am Ende der Sonne. Aber vielleicht würde ich es auch noch, oder vielleicht packe ich sogar ein C. Ich glaube, ich würde sogar ein C packen, weil es zu wenige gibt. Es ist zu wenig ein Album einfach. Dann aber Bela, Bye. Ich glaube, das Album kennt kein Mensch, aber da sind coole Dinger drauf, finde ich persönlich. Abserviert, geil. Wenn das mal Liebe wird, ist zwar ein alter Song, neu aufgenommen, aber trotzdem geil. Nicht Nice ist voll schön. Nicht Nice hat so ein, der klingt so voll. Also der Nicht Nice beginnt und der umarmt dich und der nimmt dich so und sagt so, komm. Mein Bub. Das ist süß. Falls ihr das nicht auf dem Schirm habt, würde ich euch nochmal empfehlen, hört das. Bei würde ich deshalb hier hinsetzen, glaube ich. Vielleicht würde ich es auch in C machen, weil es halt nur süß ist. Aber wisst ihr was? Ich bin gut drauf. Dann aber als allerletztes Bela B mit Code B. Wo ist es denn? Code B. Und Code B ist ein krank geiles Album. Code B funktioniert für mich analog zu Die Wahrheit übers Lügen. Aus den beiden Alben könnte man, glaube ich, ein geileres Ärztealbum zusammensetzen, als es dann auch wurde, ehrlicherweise. Geburtstagsleid ist wahrscheinlich eine der besten Tracks, die Bela je geschrieben hat. Ich empfinde das, ich höre dieses Lied und das ist so emotional. Also könnte ich fast heulen, weil das irgendwie so, das ist so nah dran irgendwie. Das hat gar nicht mal jetzt ein super trauriges Thema, aber das ist irgendwie so nah. Jedenfalls ist Schwarz-Weiß gut. Es gibt kein Schwarz und Weiß mehr. One-Night-Stand ist voll geil. People like you, fuck people like me. Deswegen ist das unumstritten das beste Bela B-Album. Und ich glaube, ich würde es in A packen. Boah, würde ich es in A packen? Nee, ich glaube, ich würde es hier dazu packen. So? Ja, das fühle ich. Und das ist die fertige Liste. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was meine größten Vergehen waren und wo ich falsch liege. Obvious, bei nix. Aber wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann kommt doch gerne im Stream vorbei. Jeden Mittwoch um 18 Uhr sind wir live und machen so einen Bums hier, unter anderem. Und guckt auf dem Kanal vorbei. Ja, da sind noch ganz viele andere komische Tierlisten und Rankings und Songs und vor allem kontroverse Meinungen. Macht's gut, tschüss.